So, wieder da. Ja, mancher Stärke. Wir sind mit das schlechteste Team, glaube ich, im Moment, weil er vor mir. Aber ich habe gesagt, ich biete jetzt das Beste, was wir haben, auf. Und das wird auch durchgezogen. Was können wir aufbieten? Was können wir aufbieten? Das ist die Frage. Bajic. Schukalo. Diesen hässlichen Jula. Da pelzt mir die Eier weg, ey, wenn ich den. Der trifft überhaupt nichts. Schao. Ja, ne? Das ist so das Beste, was wir haben, ne? Würde ich jetzt mal sagen. Müssen einige Mails checken, Hoffmann ist angeschlagen. Gerade beim Kreuzbandriss, ach, den lasse ich auch nicht mehr spielen, jetzt hier die nächsten beiden Spiele. Müssen wir uns nicht mal antun im Winter. Müssen wir uns nicht mal antun im Winter. Wird nochmal geredet in der Startelf. Ich kann ja nicht immer dasselbe sagen. Doch, genau das, ja, das können wir dem erstmal sagen. Super letztes Spiel. Ja, es gibt eine Menge Potenzial, das wird nicht ausgeschöpft. Deswegen haben wir den letzten Punkt auch einfach liegen gelassen. Das ist einfach so. Das kann man so sagen. Kann man wohl, denke ich mal. Ja, Jasula, der heult sowieso rum, deswegen sage ich ihm das jetzt gar nicht. Wolze. Schau. Mal Topform. Jula, ja komm. Heult eh rum, gewiss. Ja, war klar. Heult rum, hat Integrationsprobleme, sieht hässlich aus, hat ein Plattgesicht, der ist. Ey, guck ihn ja an, ey, der ist. Ach komm, ey. Da krieg ich einen Kotzreiz, ey. Ich hoffe jetzt einfach, dass ich gegen Aue jetzt das Ding holen. So, 731 Mannschaftsstärke. Ich denke mal, so weit über den Stärken von Aue sind. So, heute wird keinem Zweikampf aus dem Weg gegangen. Ganz einfach. Ansprung. Nee. Ich sehe uns definitiv nicht als Favorit. Garantiert nicht. Nicht in der Verfassung, in der wir sind. So, wir können uns gerade mal die Tabelle angucken, denn die Leute, die haben wir schon alle gespielt. Ja, mit einem Siegchen können wir auf 25 rücken, können wir hier ein bisschen Neutuchfühlung auf Platz 5 und so kriegen. Wäre nicht schlecht. Wäre nicht schlecht. Aber was sollen die Träumereien? Wir müssen erstmal jetzt die Leistung zeigen. Und das ist hier eine durchaus offene Partie. Aue mag zwar schlechter sein, aber wir sind vielleicht im Kopf her das schlechtere Team, denn die Form, die spricht eindeutig gegen uns. Wir haben jetzt seit 5 Spielen nicht mehr gewonnen oder so, das heißt ich. Und jetzt lassen wir auch wieder die Munder bei die Chancen aus. Eieieiei. Puh, du, 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 du. Machen einfach keine Tore, machen einfach zu wenig Tore. Aber Aue macht auch keine Dinger, ey, das ist. Obwohl wir 19 Tore haben, ey, das ist. Finde ich zu wenig. Und endlich wird man meine. Ach Gott. Die Hackfresse macht auch noch das 1-0, ey. Ach du Scheiße, ey. Gott, oh Gott, ey. Rumänische Hackfresse macht das 1-0, Jula. Wunderbar. Wenigstens rackern sie jetzt mal. Wenigstens reißen sie sich jetzt mal den Arsch auf. Die 6-Punkte-Forderung scheint also in den Köpfen jetzt mal endlich angekommen zu sein. Elfmeter in Aue. Wunderbar natürlich für Aue und er pfeift auch noch. Ja, der Ronny, da fällt er wie so eine Fliege. Wie so eine Fliege fällt er hin. Ne, wie so eine kleine, minderwertige Fliege. Und das haben sie so verdient, die scheiß Aue. So verdient. Fromlois ist einfach nur ein geiler Kerl. So kleine Furzkinder, ja? Wie so, ey, sterbender Schwan. So ist der Göss hingefallen, ne? Und nächster Elfmeter in Aue, natürlich. Ach, jetzt im Auer Strafraum. Und für uns diesmal. Und spektakulär bricht doch Jasula wie so eine Fliege zusammen. Der Elfmeter muss auch verschossen werden. Aus Gerechtigkeit. Und auch der wird verschossen. Wunderbar. Ja, was erleben wir denn hier?
Wunderbar. 2 Elfmeter innerhalb von kürzester Zeit verschossen. Herrlich. Beide völlig berechtigt verschossen. Ist auch gut so. Ist auch absolut gut so. Und Aue in der 45. Mit Kevin Schlitte. Der macht aber nichts draus. So, Pause. Gar nichts. Wird einfach so weitergespielt. Einfach so. Ich lasse da Team jetzt einfach so weiterspielen. Einfach weiter so. Na, Ronny König, der sterbende Schwan. So, aber weg. Warm laufen können sie sich schon mal, denn gewechselt wird gleich auf jeden Fall. So, jetzt fangen wir an zu wechseln. Ecke für Aue, aber die ist Fromlowitz. Hat das Ding. So, jetzt können wir auch direkt den nächsten Stürmer hinterherbringen. Jula, der fängt das auch an zu göbeln. Ja. So, unsere Hackfresse mit dem wahrscheinlich vielleicht goldenen Tor kommt raus. Ach, guck ihn dir an, ey. Boah, ist der hässlich, ey. Sieht aus wie so ein Mafia-Boss, Alter. So eingebürgerter Italiener, so ein eingebürgerter rumänischer Mafia-Boss in Italien, ey, ohne Scheiß. So sieht er aus. Richtig hässlich. Und Schukalo, jawohl. Woran Schukalo? Er kotzt hier uns gleich die Eier weg. Ey. 10 Minuten noch, bitte. Kämpf für diese 3 Punkte. Kämpf für sie. Einfach kämpfen. Glück gehabt. Aue macht jetzt Dampf. 10 Minuten noch. Im Risikostadion, wenn ich das gerade eben richtig gelesen habe. Noch 3 Minütchen und dann hätten wir einen ersten wichtigen Dreier. Den zweiten will ich am letzten Spieltag sehen, der Hinrunde. Eine Minute noch, eine noch, dann ist es durch. Yes! Mal wieder ein Sieg! Mal wieder ein Sieg nach dieser langen Durststrecke. Gott, das muss gut tun. Das muss Balsam auf der Seele sein. Statistiken. Ja. Jula mit dem 1:0. Geht in Ordnung, jetzt nehme ich mal an, Ergebnisse. Wieder ein bisschen Tuchfühlung auf Platz 5. Wieder da. Das Saisonziel, das stehen wir jetzt gut drauf. Bah, Alter, 4 Dinger. Ich glaube sogar 5 Spiele waren das, die wir da nicht gewinnen konnten. Jetzt haben wir wieder gewonnen, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Tut das gut. Jetzt geht's gegen die Fortuna aus Düsseldorf. Und die Frische der Mannschaft will ich gar nicht sehen. Vielleicht ist es jetzt ein bisschen hochgegriffen da mit den 3 Punkten. Ja, naja. Naja, nö. Schieße. Mir fällt was ein. Ziemlich spät fällt mir das ein. In der zweiten Liga wird die 18, 19, 20 noch gespielt, glaube ich. Und dann ist Päuslein. Man hat ein ganz langes Winterpäuslein. Weil er für 3 Tage verletzt. Daniel hält der neue Beitsch. Na wunderbar. Ja, Beitsch erschöpft, komm. Kotz dich aus. Kotz dich aus, dann bist du ja topfit. Guck mal gerade den Kalender und ich hab recht. Es sind noch 2 Spiele. 18, 19 wird gespielt, okay. Ja, 18, 19 wird noch gespielt, ja. Oioioi. Naja. So. Na komm, macht weiter so. Wir spielen jetzt weiter so. Wir spielen jetzt einfach weiter so. Wir lassen das jetzt, ziehen das im Winter jetzt so durch mit der Ausstellung. Ich habe jetzt meine Mannschaft gefunden. Das ist diese Mannschaft. Baljak ist noch angeschlagen. Und die uns im zweiten Pokal und rausgekickt haben, haben Interesse an uns. Ach, scheiße, wunderbar. Und die Bayern haben jetzt langsam
das geholt. Was wollen nämlich den ersten Platz. Fehlt noch ein kleines bisschen. So, Düsseldorf hat eine katastrophale Form. Wir sind auch nicht viel besser, aber naja. Bad Schulz, Bochum, Aue, Paderborn, Pauli, Aachen, 1860, also nicht so. Kracher-Partien. André Hoffmann kommt langsam wieder rein. Ich würde sagen, dem geben wir so bald schon mal so einen Einsatz. Und Baljak, mit dem reden wir mal gerade mal. Könnte man gerade mal manchmal machen. Jetzt bin ich gespannt. Achtung, das ist so eine riesige, riskante Ansprache. Glück gehabt. So, ja, das Lied passt ja zu Fortuna, zum Aufstieg. Ja, jetzt geht's gegen Düsseldorf und jetzt Remis schaffen auf jeden Fall. Ja, ihr habt schon gesehen, ich bin gerade direkt schon auch mal auf den Gegner gegangen und sehe, da beißt der Stich da mit 74 raus, Alter. Leck mich am Arsch, ey. Puh, der ist ja nur ausgeliehen. Das kann man wohl von Glück reden, denn der würde, glaube ich, einen Riesensprung machen in Düsseldorf. Alter Schwede, ey. 74 Stärke, das ist schon eine Bombe. Und Brücker mit 67 ja, zum 1. FC Kölle. Ne? Mannschaften beide eigentlich relativ ausgeglichen. Schenken sich anscheinend auch nix. Chance für Duisburg. Hat Teitscher Keltert Ding. Von Brusinski. Weiter so. Beide Teams überbieten sich derzeit in Harmlosigkeit. Ja, das ist ja wunderbar. Das ist ja ganz herrlich. Duisburg mit der Chance. Wir haben jetzt eine Chance, eine große Chance. Yes! Und wieder die Hackfresse. Oh Gott. Jetzt wird die Hackfresse für eine wichtige Person für uns, ey. Jetzt ist der wichtig für uns, ey. Aber ich hab beschlossen, der wird abgeschossen. Echt, ey. Ich schieß den Kerl ab, ey, im Winter. Der frisst zuerst so viel Geld. Zweitens kommt Proschwitz im Sommer. Da kann man die beiden, ey, die kannst du nicht zusammen hier im Verein lassen. Erstens kriege ich dann finanzielle Probleme hier beim MSV. Und die will ich nicht. Und des Weiteren muss das nicht sein. Nachspiel zu 3 Minuten. Warm laufen können sie schon mal. Vor der Pause können sie schon mal warm laufen. André Hoffmann gibt vielleicht sein Debüt. Wer weiß. So, wo soll ich mit dem Team reden? Motivieren hier an allen Ecken und Enden, wo es nur geht. Beberic, den loben wir. Das Team, das loben wir eigentlich auch für die Klasseleistung, die sie da geboten haben. Dass sie sich fast so auskotzen, aber naja. Letzte Chance für uns. Eieieiei. Langeneke rettet noch. Nach dieser wunderbaren Aktion davon. Schau. Und jetzt sind wir in der 60. Minute und wir feiern das große Comeback von André Hoffmann. Er hat sich ein Kreuzbandriss zugezogen, das war richtig ärgerlich, aber das Comeback von Hoffmann. Erstmal freuen wir uns für ihn, dass er wieder fit ist. Und nächste Chance, 2-0. Und wieder meine ach geliebte Hackfresse. 2-0, Warum ging es nicht die ganze Zeit so? Ja, weil ich immer rotiert habe wahrscheinlich, aber... Jetzt halten die letzten zwei Spieler nicht durch, ey. Irgendein Spiel muss es doch mal auf die Schnauze geben. Immer gewechselt. Ich denke mal, dass der Sieg in der Tüte ist. Den besten Mann. Der kommt jetzt raus.
Jula, komm jetzt raus. Ein Beister verlässt auch bei Düsseldorf den Platz. Exlager in der Partie. Oh, Glanzparade. Wer hat denn da geschossen? Jasula nach Vorlage und Domochiski, aber Taichak ist schnell unten und hält die Kugel im Nachfassen. Viertelstunde läuft noch. Und ja, das dürfte dann wohl der endgültige Sieg sein. Ja, Düsseldorf wird ja nichts mehr machen. Düsseldorf wird ja nichts mehr machen. Wir feiern einen nächsten Sieg. Die 6 Punkte, die ich gefordert habe, sind eingetroffen. Das ist richtig, richtig gut. Und das war jetzt auch nach 17 Spielen, denke ich mal, den Kontakt zu den oberen Plätzen wiederhergestellt haben. Jetzt haben wir aber vorher nochmal eine Chance hier. Holt nochmal einen Eckball heraus, der Lajok. Gibt nochmal die Ecke. Und es gibt noch was Dritte. 3-0. Dobrzyski. Schön. Das ist geil. Das ist geil. Domovchiski. Schukalo verlängert den Eckschuss am kurzen Wasser und in der Mitte kommt Domovchiski relativ umdrängend zum Kopfball. Der Ball schlägt halb rum Kasten, der Düsseldorfer ein. Und Schluss. Ja, und wo wir in der Tabelle stehen, das gucken wir uns jetzt mal direkt an, ohne kurz hier jetzt einen Schnitt zu machen. Statistiken checken wir uns mal heute. Ja, das sieht eigentlich wieder ganz passabel aus. Wir sind schon 9 Punkte auf diese untere Hälfte da. Da, wo ich nicht rein will. Das ist ganz gut. Das sieht gut aus. Und jetzt haben wir noch das Spiel gegen Cottbus, ne? Da könnten wir vielleicht sogar an Cottbus noch vorbeiziehen vor der Winterpause. Das wäre eigentlich richtig, richtig geil. Ja, weiß ich. In 2 Spielen ist es auch durch, Leute. In 2 Spielen habt ihr es geschafft. Dann geht es in die Winterpause. Ich mach die aber auch kaputt ohne Ende, oder? Ich hau die einfach kaputt, ne? Wenn einfach ohne groß da mit der Wimper zu zucken, können sie einfach weitermachen. Ja, der Vorstand, der ist zufrieden. Der ist zufrieden. Ey. An Tagen wie diesen wünscht man sich Unendlichkeit. Ja, die wünsche ich mir jetzt nicht, aber das war schon mal richtig geil, dass wir gewonnen haben. War schon mal ganz, ganz gut. Nicht schlecht. Cartledge, internationale Klasse. Ja, diese Saison, wie der hat da eher Flop-Klasse gespielt. Flop-Pop-Klasse. Nix hat er gerissen. So, Osnabrück hat Interesse an ihn. Das ist ja schön und gut, aber ne, lass mal weg. Ich habe irgendwie eine. Ah, Spielerberater bietet Jugendspieler an. Nee, Leute. Nee, Luxemburg. Die Spieler aus Luxemburg können nie gut werden. Gucken wir uns gerade mal die Frisch an. Ja, komm, das kriegt er schon irgendwie durch. Ball, ja, kommt jetzt auch mal auf die Bank wieder. Soll auch sein Comeback feiern. Das wird er noch feiern, das Comeback. Wünscht man sich Unendlichkeit. Ich liebe dieses Lied, das ist geil. Das ist einfach nur geil, dieses Lied. Aber 18. Spieltag steht vor der Tür. Dann geht's gegen KSC. Spieler sind erschöpft. Bajic, Wolze. Ja. Ist ja okay. Ist ja okay. Ist ja angekommen jetzt. Aber ich werde da nichts. Werde da jetzt nichts ändern. Die Mannschaft. Warum sollte ich die Mannschaft jetzt, gerade wenn es läuft, warum sollte ich da jetzt was ändern? Sehe ich eigentlich keinen Grund zu. Boah, Hündeler, 12 Treffer. Hat einen gemacht gerade. Hab gerade gesehen, wie es aktualisiert ist. Siehst du auch. Nice. Ja, Leute, also die Hinrunde vorbei. Ich würde mal sagen, man kann ein Fazit aus der Hinrunde ziehen. Es ist von der Mannschaftsstärke her, stehen wir auch auf dem Tabellenplatz 7. Oh, 7 ist, glaube ich, ja. Ich kann mich nicht beschweren, insgesamt gesehen. Die Hinrunde ist rum. Platz 7 ist
das, was der Vorstand gefordert hat. Da stehen wir jetzt auch drauf. Jetzt gibt es noch zwei Spiele im Jahr 2011 gegen KSC. Den sehen wir morgen, das Spielchen. Dann gegen Energie Cottbus und dann geht es in die Pause, die lange Pause. Dann könnte es auch mal sein, dass der FM 12 mal die kurze Pause einlegt auf unserem Channel. Aber das werde ich dann bekannt geben, definitiv nochmal in einem anderen Part. Es könnte sein, man weiß nicht, weil vielleicht dann halt noch andere Projekte anstehen. Aber ja, wie gesagt, die Hinrunde ist durch. Platz 7, ganz okay. Haben wir jetzt dann genug gesagt. Und wir sehen uns morgen wieder gegen den KSC, Leute. Macht's gut, ciao.